Hallo allerseits und willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial von mir. Und ich glaube, einige haben es schon bemerkt, ich bin wieder in der alten Redstone-Welt. Ich habe mal wieder aufgemacht und habe ein altes Konzept von mir entdeckt für einen Pistengeheimgang. Man merkt es ja auch, also sehr geheim ist der ist hier nicht. Ich bin nicht so gut darin, die Dinge zu verstecken. Aber sagen wir es einfach mal so, worum geht's hier? Darum. Es sind einfach diese Pop-outs der sozusagen da, die kommen da einfach raus. Allerdings die Schaltung ist jetzt nicht so, naja, klein, sagen wir es einfach mal. Ja, okay. Warum ist das hier so bunt? Alles, was hier blau ist, ist für den Double Piston Extender, der hier ist. Und hier in dem Fall unsere Treppen hier rausschiebt. Und alles, was hier rot ist, also dieser kleine Teil hier, der ist für die Blöcke da. Für die Blöcke da, dass sie nach unten gehen. Und ich werde das Ganze einfach einmal nachbauen und euch zeigen, wie es funktioniert. Ist hier noch einmal, dass man sehen kann, wie das Ding arbeitet. So. Ja. Das ist, also man kann es auch wieder einziehen. Ist alles kein Problem dabei. Das Einziehen dauert etwas länger. Hier ist das Ausfahren. Aber, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den Grundlagen. So. Die Grundlagen sind natürlich einmal zwei Pistons, die nach oben zeigen. Auf die geben wir unsere Blöcke, die dann später hier die Wand am Ende darstellen sollen. Dahinter platzieren wir jetzt hier nochmal zwei beliebige Baublöcke. Und ich mache das Ganze jetzt einfach mal mit roter Wolle, dass man hier auch eine ähnliche Farbkodierung wie hinten hat. Und die invertet man dann. So, dadurch haben wir eigentlich schon einmal das Grundprinzip von denen nach oben geschaffen. Danach platzieren wir jetzt hier drüber noch so, den Double Piston Extender. Der wird dann später dafür zuständig sein, dass wir auch die Treppen rausschieben können. Weil sonst würde das Ganze ja nicht funktionieren. So, das ist das Grundgerüst. In dem Fall kommen hier noch die Stufen hin. Wir machen gleich mal weiter bei den Pistons, die das Ganze dann einziehen und platzieren hier zwei Repeater. Hier noch einmal einen beliebigen Baublock. Hier zwei Comparator, so. Und hier Redstone. Das ist ein Pulse Extender und das ist eigentlich der grundlegende Circuit ist für das Ding hier dann. Kleiner Fehler bei mir, der Repeater hier gerade auf Stufe 1. Gut, machen wir weiter mit dem Double Piston Extender hier. Ich baue mir jetzt halt einfach mal hier so eine kleine Plattform. Und dann, es gäbe natürlich die Möglichkeit, das 2-4-0 Prinzip zu machen. Aber es funktioniert nicht, weil wir hier dann dort hinten ein kleines Delay haben. Deswegen nehmen wir hier noch einfach einmal zwei Ticks zu jedem dazu. Und bauen uns hier eine kleine Monostable Circuit hin. Wer das nicht kennt, das ist im Prinzip ein Schaltkreis, um ein Signal zu verkürzen. In dem Fall hier ein Repeater, zwei Redstone, ein Sticky Piston oder ein normaler Piston hat mit einem Gravity Block drauf. Dann bauen wir hier weiter, nehmen hier einen Repeater auf Stufe 4, ein Redstone hier und verbinden den ganzen Rest hier. So. Das ist eigentlich mal das Grundlegende für diese Seite. Das Ganze wiederholen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite, weil es einfach sein muss. Hier zwei Blöcke, Blöcke platzieren, wieder unsere kleine Plattform bauen. So, hier ein Repeater auf Stufe 4, Repeater auf Stufe 4, mit einer dahinter mit zwei Ticks, Redstone, dann Block, Redstone hier, hier zwei Redstone, ein Repeater hier, ein Sticky Piston, Block drauf. Das Ganze dann so, der Repeater hier auf 4 Ticks. Am Ende sollte das Ganze einfach mal so ausschauen, in etwa halt. Jetzt brauchen wir noch eine kleine Erweiterung für diesen Pulse Extender. Hier einmal einen Block platzieren, hier einen Repeater, dann hier hinten wieder einen Block, einmal Redstone drauf. Und dadurch ist eigentlich schon mal hier der komplette Schaltkreis fertig, bis auf ein kleines Detail. Wir müssen die beiden hier noch verbinden. Das ist, glaube ich, nicht so schwer. Ich mache es hier trotzdem einfach noch einmal. Wir nehmen hier einfach Blöcke da so außen herum, den Repeater bitte auf 4 Ticks lassen, nimmt das jetzt nicht das Vorbild, hier verbinden und hier Blöcke drüber. So, ich habe jetzt noch ein paar kleine Fehler gemacht, hier könnt noch mal einen Block drüber und hier das Ganze auch mit dem Redstone-Stück hier verbinden. Ich habe es hier inzwischen schon mal die ganze Wand ein bisschen vollständiger gemacht. So, so gehört's, war vorhin da komischerweise noch eine Stufe, also probieren wir es mal aus. Wir drücken hier den Knopf und es funktioniert, die Stufen fahren raus. Und wenn wir den Knopf noch einmal drücken, dann können wir sehen, die Stufen fahren wieder ein, die Blöcke fahren nach oben. Und das ist eigentlich ja schon das ganze Teil.
So, ich hoffe, euch hat dieses Video jetzt hier gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, es zu finden sozusagen, weil einfach, ich wollte wieder mal ein bisschen zurück zum klassischen Redstone mit Repeatern, Comparatoren, Redstone Torches und Pistons, weil einfach das, naja, da ist einfach das wahre Redstone sozusagen. Natürlich das Kommandoblock ganze Zeugs, da ist natürlich auch toll, aber ich wollte einfach mal wieder was, naja, anderes machen. Jetzt ist es hier. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich weiter solche Sachen machen soll oder wir lieber eher was mit Kommandoblöcken. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.